Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rune Factory 5. Wir sagen mal Hallo zu Radea, die hier sich so rumtreibt. Und gehen als erstmal in diesen Brotladen, weil irgendwie habe ich einen ganz großen Brotnotstand. Weder habe ich noch Chemiebrot, noch habe ich Fertigungsbrot. Deswegen brauchen wir jetzt ganz dringend Fertigungsbrot. 3 Stück bitte. Und nochmal ein Fertigungsbrot. Und noch ein Chemiebrot. Da auch einfach 3 Stück. Ja. Und noch ein Chemiebrot. Wir können plaudern. Oh, morgen ist das Sommererntefestival. Das heißt, ich muss morgen damit irgendeine Ernte am besten antreten. Ein Platin-Kettenhemd. Schildring. Ein Sonnenanhänger. Okay, mehr kann ich gerade nicht lernen. Chemiebrot, gibt's was Neues? Okay, nein. Hallöchen, Heinz. Hallöchen, Yuki. Ich werde da irgendwas verkaufen. Vielleicht irgendwas, was Saison hat oder so. Mal schauen. Heute ist mein Internet leider RIP. Versuchen denn noch da zu bleiben. Oh nein, ich hoffe, dein Internet erholt sich bald. Hallo alle miteinander, was macht ihr? Beten die da? Spielen die da so Ochsenbergscher um? Oh lala, es ist Layla. Hallo. Was wird das? Lord Miller, schmieg dich nicht so unsinnig an sie. Aber ich muss, mir werden die Knie bei ihren Abblick so weich, dass ich mich stützen muss. Oho, sag bloß, wolltest du sie etwa zuerst umarmen? Absolut nicht. So eine Frechheit. Und dabei hast du dich gerade so vorbildlich verhalten. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Warum? Was hat sie denn getan? Wir haben gerade Müll aufgesammelt. Lucy und ich haben beim Spazieren Lord Miller getroffen, die gerade sauber gemacht hat. Sie schien dabei so viel Spaß zu haben, dass wir mitmachen wollten. Ich war eigentlich gerade auf Patrouille, aber Lord Millers Bestreben, etwas für die Gemeinschaft zu tun, hat mich so gerührt. Ich muss einfach helfen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Jetzt, wo Layla auch da ist, sollten wir einen Wettbewerb abhalten und schauen, wer am schnellsten aufräumen kann. Die Regeln sind einfach. Sammelt 5 Stücke Müll in der Stadt und kommt dann wieder hierher. Wer als erstes wieder da ist, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Hey Lucy, warte auf mich. Jetzt rennen die alle hinterher. Müll einsammeln ist kein Kinderspiel, ich nehme die Herausforderung an. What the hell? Jetzt wird es wirklich spannend. Ich gebe wohl auch mein Bestes. Muss ich den Müll jetzt eigenständig einsammeln und so überall suchen? Oh, könnte hier Müll liegen? Ja. Scheint so. Es scheint sehr stark danach. Ah, die Zeit vergeht nicht. Gott, sorry. Ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe, ich kriege keinen Schluck auf oder ähnliches. Ja, wo muss ich hin? Muss ich hier rein? Aber wir können ja Hallo zu Elsie sagen. Ja, morgen ist es Sommererntefest. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie gerade ist. Aber ich renne einfach mal die einzelnen Teile hier ab. Und sage einfach allen Hallo. Hallo Randolph, hallo Priscilla. Ja. Dann komm halt mit, ich habe hier gerade nur so ein kleines Event. Was verkaufst du denn? Hast du gerade dann so einen Rabatttag? Nö. Ich dachte immer, wenn die wenn die ein Festival haben, dann haben die Rabatttag und dann hätte ich nochmal durchrechnen können, ob es dann Sinn gemacht hätte, da diverse Gegenstände zu kaufen. So, wir rennen einfach mal rum. Ach, so muss ich das vielleicht sehen und selber einglauben. Ja. Ah, da ist etwas.
Ich habe immer noch keine 5 Stücke mehr. Ich muss mich beeilen. Ernsthaft? Erstens, wer schmeißt hier eigentlich kaputte Dosen in der Gegend rum? Und zweitens, wie kann man einen Wettbewerb übers Müll einsammeln machen? Ich habe so diverse Fragen. Ich habe da gerade Ludmilla gesucht, aber in der Zeit sollte ich Müll suchen. Lustig. Ist sehr, sehr lustig. Das sieht ja eher so aus, als wenn es hinter den Laden liegen würde. Ah, da ist etwas. Ich habe immer noch keine 5 Stücke Müll. Okay, ich habe das nicht mal gesehen, wo da etwas ist. Aber gut, dass du das schon gespürt hast. Und hier, da Anna hat sich auch eine Dose Ravioli aufgemacht, hat die dann in seinen Vorgarten geschmissen. Ha, da ist etwas. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, ich bin fertig. Ich sollte schnell zum großen Baum. Ja, komm, Reinhard. Hast mir voll geholfen. Gute Unterstützung. Ja, dachte ich so, ja, geil, Abenteuer. Und ich so, ja, ich habe jemanden zum Müll einsammeln. Hallo, Müller, bist du schon wieder da? Wow, du warst hier schnell, Ludmilla. Ich mache es jeden Tag, also weiß ich, wo sich der meiste Müll ansammelt. 5 Stücke waren einfach viel zu einfach. Also habe ich gleich noch 10 mehr mitgenommen. Beeindruckend. Hihi. Ja, nicht diesen Wettbewerb werde ich nie verlieren. Gratuliere zum Sieg, aber ich meinte eher, dass du jeden Tag Müll sammeln gehst. Saubere Straßen machen die Leute glücklich und glückliche Nachbarn wiederum mich. Sukuben, ist so etwas sehr wichtig. Nein, streich das. Mir ist es wichtig. Ach ja, so was Ähnliches hast du schon einmal erwähnt. Wie funktioniert das genau? Sukuben wie ich müssen ständig versuchen, die Leeren in ihren Herzen zu füllen. Dein Herz wird also mit der Zeit hungrig. Du kannst dir einen zweiten Magen vorstellen. Nur, dass dieser statt Nahrung Gefühle braucht, ist das verständlich? Üblicherweise schleichen sich Skulkuben dafür in die Träume der Menschen und stibitzen etwas von ihrer Lebenskraft. Aber bei mir ist es etwas anders. Mir reicht Dankbarkeit und Lächeln. Was passiert, wenn du dir das nicht bekommst? Das gleiche, das mit Verhungerten passiert. Wir werden schwächer und schwächer bis... Hehe. warum klingst du gerade irgendwie glücklich? Ich habe mich gerade an die Zeit erinnert, in der ich ganz allein in der alten Basis des Banditenkönigs war. Damals war ich dem Tod so nahe. Um Haaresbreite wäre ich verschwunden, hihi. Aber wir kamen hier, zum Glück haben wir geholfen. Aha. Mann, ich war mir meines Sieges sicher. Und Miller war nicht nur am schnellsten, er hat sogar 15 Stück Müll aufgesammelt. Ernsthaft? Dann war ich ja nicht mal nahe dran. Es ist fast schon erfrischend, so haushochgeschlagen zu werden. Ich freue mich einfach, dass unsere Stadt jetzt sauber ist. Ja, das stimmt. Eine saubere Stadt trägt zu redlichem Benehmen an. Als Hüterin könnte mich das nicht mehr freuen. Ludmilla macht Rickbar Tag für Tag besser. Ich sollte mir eine Scheibe von ihr abschneiden. Ah, Leila lächelt so bezaubernd. Ich glaube, mir wird schwindelig. Dieses Verhalten ist sofort zu unterlassen. Auch Spielverderberin. Okay. Haben wir das Event jetzt beendet? Eventuell. Okay, dann schaue ich mal rüber zu Ludmilla in den Laden. Vielleicht steigt sie jetzt auch in der Freundschaft und dann ist sie einfach schon 5. Das wäre echt geil, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Deswegen nehmen wir sie einfach mal mit. Hallo du. Okay, Radia hat keinen Bock. Einen Stein möchte ich nicht. Ja, dann frage ich einfach mal Julian, ob der mitkommen möchte. Aber von dem fehlt uns ja auch ein bisschen Freundschaft. Okay, ich glaube, er ist auch das erste Mal dabei. Wir gehen eh nur in die Basis Banditenkönig. Deswegen brauchen wir jetzt halt eigentlich so das hohe Level. So, dann gehen wir mal nach da oben. Und schenken den Rika seine
Kroketten. Hallo, Rika. Schau mal, sogar mit Tomaten, die ich nicht habe. Wow, gute Arbeit. So, mit denen können wir auch reden. Hat das jetzt viel gebracht? Der war so Anfang 8. Ja gut, der ist immer noch Anfang 8. Ja, bis auch da kam, aber jetzt hat alles schon Level 4 erreicht. Da fehlen 4%. 4 ganze Prozent. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich den Deppen so hinterherlaufen muss. Murakumo, nein. Da auch kein Dark, da auch. Weiß nicht mal, wo der gerade abhängt. Nee. Ist denn der? Ach, hier unten. Kurz mal so einen Blick riskiert, ob da irgendwelche Schachteln rumstehen. Hallo, Lukas. Er ist aufgestiegen. Ja, wir haben alle schon mal auf 4. Das heißt, uns fehlt noch ein einziges Level. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Daily-Runde und dann gehen wir in das Piratenversteck. So. Ach ja. Sehr bewölkt heute. Was haben wir denn da? Eine Weinrebensalia, die brauche ich nicht. Nehme ich gleich gar nicht mit, weil ich brauche sie nicht. Vielleicht ist es von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei Samenarten gibt. Ihr seht den Fuchsgeist. Stufeaufstieg. Okay, der hat uns leider nichts hinterlassen. Ja gut, dann gehen wir jetzt zum Piratenversteck. Wasaras Versteck. Und schauen wir, ob wir da so einen Golem antreffen. War das nicht da, wo immer so Pfeile aus der Wand kamen? War das nicht auch ziemlich scheiße da? Ja, genau, das war da. Gut, da hinten ist ein Schatz. Ich hätte das schon viel früher machen sollen, glaube ich. Weinrebensaat und Ananassaat. Ja, gut. Ja, ihr seid die Golems, die ich töten, so habe ich gehört. Ja, cool, wir haben das Tor aus Versehen zerstört. Rennen wieder weiter durch. Geh mal nach da unten. Ein Kaisertroll. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Wie bist du jetzt so schnell gestorben? Hat da irgendjemand was gegen dich geschleudert? Hüchte ist fast. Oh, hier liegt irgendwo was. Wo? Es muss irgendwo anders sein. Okay, eine Vogelfeder. Ja, gut. War ich einfach mal vorsichtshalber, man weiß ja nie, was passiert. So. Das ist nicht ironisch, dass wir gerade ausgerechnet die Ludmilla dabei haben. Oh, der geht ja gar nicht so leicht kaputt, wie ich vermutet hatte. Okay, jetzt verwandel dich. Na gut, dass jetzt ein Eingegner in Stufe 72 nicht mit einem Schlag kaputt geht, damit sollte man vielleicht rechnen. Oh, eine Schildsaat. So,
So, am Aufstehen. Liegt ein Wasserkristall. Ja, nehme ich mal mit. Braucht man zum Craften. Okay, wir machen aber an der Stelle einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Root Factory 5. Bis dahin. Bye.